Unser Volk hat Traditionen, die so verwurzelt sind wie die Berge. Unsere Schilde sind ebenso vielseitig wie stabil. Unsere Schwerter sind tödlich. Einfach. Eine uralte Form. Und ein Anführer, der nicht an vorderster Front kämpft, ist kein Anführer. Man nennt uns Kriegsfürsten. Den Titel muss man sich verdienen. Wir sind der Schild unseres Volkes. Und wir werden nicht fallen. Wir würden Schiffe brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. Und damit ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge von For Honor im Kapitel der Wikinger. Wir spielen jetzt wieder einen neuen Typen, und zwar einen mit Schild. Oh, das hatten wir auch noch gar nicht. Das heißt, wieder neue Steuerung, wo ich gewinnen muss. Vielen Dank, Spiel. Ich habe wieder neue Fähigkeiten gemacht. Die obere ist zwar noch nicht da, aber ihr seht da unten links so einen Tropfen. Da verringert er um 15% den Damage von den Gegnern. Und dann hatte ich noch einen, und zwar mit extra Schaden. Mal schauen, wie das so ist. Okay, jetzt werden wir mit dem Schild ab, ne? Gott. Oh, tschüss. Finde ich auch übelst geil. Und hier das Gebiet, wo wir sind, finde ich auch. Sieht auch mega aus, muss ich sagen. Bei Odins Bart. Invasor! Bellicum Garnite! Die Schwarzenfelslegion hatte unsere Stellung nicht gut befestigt. Nur so ein Wikinger-Schiff. Ich musste das Tor öffnen. Und zwar schnell. Wow. Das sind jetzt ein bisschen viele wieder. Wow. Vor den anderen kurz mal geköpft. Okay. Leute, ich habe mir überlegt, nach For Honor. Oh. 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 Wow. Oh, was mit dem denn? Jetzt komm mal her. Jetzt aber, komm. Er lebt immer noch. Na, der war nicht so cool. Nach For Honor, dass wir dann vielleicht ein kleines Microfestplay machen. Ja, die anderen großen Spiele, wie der Last of Us 2 und so, werde ich dann, wie gesagt, auf der PlayStation 5 erstmal Premium-Qualitäten. Da habe ich auch viel mehr Bock zu spielen, darauf wieder, auf Story Games. Okay, dann kann man nicht. Also so ein kleines Microfestplay. Ich weiß, ich bin auf jeden Fall nicht durch, es wird ja, glaube ich, über 100 Spielstunden oder so dauern. Ich bin einfach so lange, bis wir Bock haben, ein bisschen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr Micro vielleicht sehen. Das ist mit dem, diese Typen, dann aktivieren wir unsere Fähigkeit. Jetzt komm her. Ihr seht, ne? Ich glaube, das ist doch das mit dem Extra Damage. Tagesstellung. Ja, das wissen wir noch. Ist das eigentlich allein am Kämpfen? Aber bei ihm vielleicht Finisher gemacht. Und ich wollte sagen, Leute, wenn wir die PlayStation 5, also wenn ich sie irgendwann hab. Wenn wir The Last of Us 2 dann Let's Play mal, Leute. Wir spielen dann zu. Wenn ihr es auch sehen wollt. Ja, wenn ihr gar nicht sehen wollt, dann nicht, aber ich würde gerne nochmal The Last of Us 1 dann durchspielen.
Dann also vor The Last of Us 2. Weil das ist auch schon jetzt 6 Monate. Und bis ich PS5 habe, sind das bestimmt noch ein paar Monate hin. Und ja, dann einfach mit The Last of Us 1 spielen. Dann, wenn wir fertig sind, direkt The Last of Us 2 hinterher. So würde ich das cool finden. So wollte ich das auch am Anfang machen, aber ihr seht ja, ne? PS5 ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sie habt. Und die Antwort ist geil. So, wir müssen aber hier das Tor öffnen. Das ist unser Freund sein. Ah, okay, das sind unsere Freunde, okay. Also einfach bei Microsoft neue Welt machen, so einfach die Welt, ne? Wir schwimmen halt. Okay, ich kann gut schießen. Ah, okay, ich kämpfe jetzt gegen die Ritter. Wie ich schon mal gesagt habe. Oh, diese Armbrust, ne? Und wir werden auf jeden Fall ein bisschen Multiplayer aufspielen nach der Story hier. Da in die Scharfschützen. Ah, daneben. Ah, ne, okay. Da haben wir noch paar. Hier kann ich nicht so schön ranzoomen. Vielleicht wird so gut ranzoomen eben. Was soll ich das? Kurz. Schön, ich gehe mal zu der hier. Hier ist schon besser, jetzt gleich wieder anzum, okay. Ja, ey, Leute, ich weiß ja vielleicht, dass für euch das hier nicht so spannend ist, das Spiel, wie The Walking Dead zum Beispiel. Weil das Spiel halt irgendwie auch einerseits eintönig ist. Aber ich hatte Bock auf das Spiel. Und neues Display, schade denn nicht. Okay. Ich glaube, das lag, weil ich sie in der Mitte nicht umgebracht habe. Die Leute in der Mitte auf der Brücke. Ich glaube, deswegen haben wir jetzt fehlgeschlagen. Okay. I'm sorry. Eine Minute. Ich habe oben den Timer auch gar nicht gesehen. Jetzt aber. Was war unser Teamkollege? Ey, wie kommt denn da? Oder war vielleicht ein paar GTA-Videos? Einfach so, wisst ihr? So GTA, bisschen Multiplayer auch. Müssen nicht immer Let's Play sein, einfach Games zocken. Was ist das denn hier jetzt? Hallo, ich treffe nichts. 20 Sekunden. Ich glaube, ich muss die hier holen. Kann das sein? Mit dem Ziel auf dem Kopf. Oh nein. Treff doch! Oh mein Gott. In den letzten 3 Sekunden. Oh, das war sowas von knapp, ne? Oh mein Gott. Junge. Komm her! Können wir uns vielleicht die Dingens runterschmeißen? Ja, perfekt. Tschüss. Ach, guck mal, der haut ab. Ich
Können wir zerstören? Wir waren ja. Diese Augen. Ich will auch, ich mache auch nicht so viel, ne? Auge. ich achte auch nicht so wirklich drauf jetzt damit, muss man sagen. Aber wir sind hier okay. Und einfach so. Ich kann mich nicht runterspringen. Aber wie viele sind das denn hier? Was geht hier ab? Okay. Können wir hier rein, ja, ne? Man hat richtig schöne Teamarbeit hier bei dir. Und endlich? Ja, da kommen wir endlich. Und da können wir nicht durch. Da kriegt einer dafür. Geh doch mal rein und hilf dir mal. Ja, wir werden einfach. Naja. Naja, vielleicht ein bisschen Leute abschlachten. Das ja, schade nie, ne? Aber wir müssen hier unten. Da unten. Weil es gibt keinen anderen Weg leider. Und den dann da unten holen. Oh. Der ist noch voll Leben. Oh. Aua. Was war das? Ich bin einfach gestunt. Boah. Danke, Mann. Wir haben meinen Arsch gesaved. Diese Ritter brachten uns gute Beute. Wo kommen die denn her? Samurai-Schiffe. Sie sind im Sommer gestrandet. Voll mit diesem Zeug. Samurai. Sie sind schwach. Wir wären 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Wir werden eine Flotte brauchen. Kämpfen gegen Samurai. Also ich bin der, also mein, also Samurai sind die besten. Dass die armen Samurai in Ruhe, das sind die besten, ja. Okay. Ist schon abgeschlossen. Story Level Aufstieg auf Level 13. Weiter drücken. So, ich weiß gar nicht, war das Kapitel 3? Ja, ich glaube, das war 3, ne? Ja, okay. Den Schrank hinauf. Ja, da ist das Samurai-Symbol. Das heißt, wir gehen zu den Samurai anscheinend. Das wird auf jeden Fall spannend, Leute. Und bleibt dran, deswegen. Ja, also, wir sehen uns dann übermorgen, Leute, bei der nächsten Folge von Bohorner. Bis dahin, bleibt gesund und adios.